Ist das doch normal, die Fotze? Lässt einfach meine Jungs im Stich. Wenn ich die Alte erwische, ich nagel die an die Wand. Können Sie das nächste Mal bitte anklopfen, Herr Massara? Was bist denn du, du Penner? Ich? Ach, halt's Maul. Ja, was ist denn jetzt? Wir haben sie doch nicht mehr alle. Bisschen ruhiger, bitte. Danke. Ich würde sagen, wir beide sehen uns nächste Woche, dann machen wir erstmal einen Drogentest. Aber was ist mit dem Gutschein? Danke, Herr Meurer. So, was ist denn jetzt mit Jenny und Dennis? Wie jetzt Jenny? Ich hab zwei Jungs. Sicher? Also hier steht Jenny und Dennis. Was? Naja, wenn es hier steht. Jedenfalls die Fotze ist einfach abgehauen. Warum setzen Sie sich nicht erstmal? Ich fick die Schlampe, macht der Kinder. Herr Mazzocha. Und die haut einfach ab. Fotze. Die Kinder waren doch zuletzt bei der Großmutter, ne? Ja, Gott sei Dank. Meine Alte hat eh nur gesoffen. Und dann ist die auch noch abgehauen mit so einem Taliban. Was ist denn jetzt mit der Oma? Oh. Das tut mir leid. Naja. Wohin kommen die Jungs? Die Kinder dann jetzt? Pflegefamilie, Kinderheim. Das entscheidet am Ende das Familiengericht. Ins Heim? Warum kommen die nicht zu mir? In ihre Wohnung? Oder ich zieh zu denen. Ja klar, Herr Mazzocha, übernehmen Sie Verantwortung, hat sogar der Richter gesagt. Und Kindergeld kriege ich ja dann bestimmt auch, oder? Es geht doch nicht immer nur ums Geld. Sie müssen doch erstmal Ihr Leben in den Griff kriegen. Weniger trinken, ruhiger werden, damit nicht jeden Monat was vorfällt. Aber ich will mich doch bessern. Und was ist, wenn Sie die Kinder erstmal besuchen und langsam eine Beziehung zu denen aufbauen? Ich meine, die sollen Sie doch auch von Ihren besten Seiten kennenlernen. Ich rufe die Pol vom Jugendamt an und mache mal einen Besuchstermin für Sie aus. Einverstanden? Nee. Ich mache einen Termin aus. Meine Kinder, die kommen zu mir. Sie würden ihr Fleisch und Blut auch nicht zu den Asozialen schicken. Was soll denn da mal aus denen werden? Ich war selber im Heim. Wiedersehen. Was ist denn jetzt mit Jenny und Dennis? Ich hab zwei Jungs. Also hier steht Jenny und Dennis. Wiedersehen. Der Bewährungshelfer soll Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind, wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen. Dann darf ich vorstellen, ihre Kinder. Denn auch unter der rauen Schale eines Horst Mazzocha steckt irgendwo ein lernbereiter Klient, bei dem sich die jahrelange Arbeit, Geduld und Mühe später einmal bezahlt machen. Ach, fick die Henne. Das ist schon bitter. Ich mache das schon vertrauen. Die einen, die gerne Kinder hätten, kriegen keine. Ich bin unfruchtbar. Ich finde das ja auch furchtbar. Und andere, die welche kriegen, sollten manchmal besser keine haben. Das ist das Rad des Lebens. Eines geht, ein anderes kommt, sagt Buddha. Sagt ein Arschloch. Eltern haften für ihre Kinder. Ein Straftäter im Gefängnis kostet täglich 130 Euro. Auf Bewährung nur 2,50 Euro. Ziviler Ungehorsam wird zur Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechts verlassen hat. Jetzt drehst du ab. Nee, das ist Gandhi. Mit meinen fast 100 Klienten spare ich dem Staat 13.000 Euro pro Tag. Aber natürlich geht's nur um Resozialisierung. Haben Sie die Weste geholt? Nee. Scheiße. Die Kiefer, warum ist sie leer? Entschuldigung, was? Wo ist die Bahn? Kommt mal hin! Wo ist die Kohle? Am Flughafen! Flamenco, Stimmung, Sauerkraut. Ich bin dran. Ja. Warum hast du eigentlich keinen Freund? Hab ich. Manchmal. Sag, dass ich geil bin. Sag, dass ich geil bin! Sie sind geil. Ah ja, genau.